Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir machen eine Story weiter. Story Episode 11 müsste es, glaube ich, sein. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich würde gerne die anderen Fragmente finden. Aber... Süß, wie er es versucht. Brauchst du Hilfe? Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Da die... So ist das gemeint. Leider kann ich in dieser Tonne da nicht laufen. Immer aufpassen, dass keine Zugs hier sind. Auch wenn wir jetzt... Die haben mich etwas überrannt. Das Gerät braucht zu lange. Das war jetzt... Ach, da ist die Anzeige. Okay. Das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Jetzt verstehe ich diese Ekelpfützen. Oh Gott. Ugh. Oh, der hat echt wenig Saft. Der Defluxor. Entschuldigung. Da ist das Programm im Hintergrund fertig geworden. Ach nein, das nicht. Lässt er dann die Tür offen? Thank you.
Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Yamos nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zugs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Doc und Yamos sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja, auf jeden. Das ist immer noch zu undeutlich. Irgendwelche Fässer. Aber was bedeutet in der Nähe? Da ist ein Vielfalt. Eine Art Schlafplatz. Hallo Teddy, wie läuft's, Rosie? Oh, Billy. Kennst du meinen Sohn Yamos? Ich habe es ihm. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich von diesem verfluchten Ort zurückgekommen bin. Ja, klar. Ich bin so froh, dass er wieder da ist. Du hast die seltsame orangefarbene Kreatur getroffen, die hier herumläuft? Die musst du einfach gesehen haben. Ach so, das war die Antwort auf das. Du hast die Zugs also doch überlebt. Hast du die 10 Dosen, die du mir schuldest? What? Das ist wirklich beeindruckend, Doc. Niemand hat so lange in der Totenstadt überlebt. Ja, gut. Ich würde sagen, aber wir haben mit der Folge gerade erst angefangen. Zu Momo müssten wir wieder. Suchen wir die Fragmente. Wer hat das aufgemacht? Momo wartet auf seinem Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen. Aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Dann werde ich die Tüte dir schließen. Ich will nicht, dass Zurks hier reinkommen. Okay, das war das Stichwort. Wir suchen die Fragmente. Wen das nicht interessiert, der darf... Ich weiß es nicht. Vorspulen oder nächste Folge... warten. Skippen, whatever. Der Automat sieht doch intakt aus. Warum spuckst du nichts mehr aus? Okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie es aussieht, was wir suchen. Hoppla. Aber ich weiß noch nicht, wo das ist oder wie wir da hinkommen. Wir müssen jetzt eh wahrscheinlich sehr weit nach oben hüpfen. Also, irgendwelche Fässer haben wir gesehen. Wir haben Fässer gesehen, die sich irgendwo befinden. Ich sag's nicht, wenn meine Katzen diese Katze hören würden. Wenn ich wenigstens wüsste, ob das hier im Dorf war. Oder vielleicht doch wo. Na, gehst du. Laptop. Du strahlst was aus? Streichel mich halt einfach. Automat? Funktioniert nicht.
Ich sollte mir mal angewöhnen, dass das... Das hier haben wir immer noch nicht. Nicht mal annähernd. Da ist auf jeden Fall eine Lampe. Ich würde sagen, das ist eine Straßenlampe. Und da sind Abfallfässe. Was macht denn die Katze da? Oh, ich hätte gerne einen Namen für die Kleine. Das ist... im Überdach schwach beleuchtet. Ja, putz dich nur. Frage ist halt auch, wie wichtig ist es mir im Endeffekt? Straßenlaterne. Es ist so eine Laterne wie die hier. Es muss irgendwo hier... Also nicht hier, hier, sondern hier im Dorf. Es ist auf jeden Fall ein eher gräuliches Eck gewesen. War nur eine Sackgasse, ne? Ich erinnere mich an den Eimer. Der mag es echt nicht, wenn man durch die Farbe läuft, ne? Ich bin mir halt auch nicht sicher. Ich bin doch überall gewesen. Warum finde ich auch den dritten Automaten nicht? Du magst mich immer noch nicht. Ein Relikt. Es ist nur ein Bild. Bilderrahmen. Aber irgendwie hätte ich es trotzdem gern.
War der vorher schon hier? Ich könnte diese Lichter hier ja nach echten Sternbildern benennen. Der große Kreis? Die Kugel? Nein, da fehlt es mir definitiv an Inspiration. Hallo du, was willst du? Ich hab keine Ahnung. Ich suche was. Aber ich weiß nicht wo. Ich versuche jetzt mal diese Lichtstimmung zu finden. Das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, so ein Garagentor, ne? Ach, nicht wieder dran. Was wir hier schon überall für Chaos angerichtet haben. Wusstet ihr, dass Katzen im Allgemeinen echt schwer dazu zu bewegen sind, ausreichend zu trinken? Manche können es, manche schaffen es, manche eher nicht. Teilweise echt problematisch. So, wo müssen wir, wo wollen wir? Was machen wir? Okay. Hier wäre zumindest die Lichtstimmung richtig, aber... Im Endeffekt bringt mir das überhaupt nichts. Es muss irgendwo unten sein. Was ist eigentlich mit dir jetzt? Du bist fertig mit der Welt, okay. Ahahaha. Wo ist dieses Garagentor? Oder kommt das erst noch? Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und wie schon erwähnt, den dritten Automaten habe ich auch noch nicht gefunden. Dass der sich nicht mal beschwert, ne? Quapp. Coffee. Da ist die Oma. Oh! Ich bin echt verführt, im Internet nachzusehen, Leute. Zumindest so was Ähnliches wie eine Mäh oder dergleichen. Ich will da durch. Lass mich doch mal da rein. Ja.
Oh. Ganz schön leer hier. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Wir kennen uns doch schon. Bist du jetzt mit... Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Immerhin keine anflaumenden Worte mehr. So, hier hat meine grau-grüßte... Ja. Ach ja. Ich war doch schon überall. Ich habe doch im Prinzip alles einmal erkundet und gesehen und... Aber bei der Oma kann ich doch gar nichts machen. Außer mit ihr zu schmusen. Kommt das vielleicht doch erst noch? Und warum kann ich... An dieser Stelle kann ich nicht laufen. Wir sind jetzt bei 23 Minuten Videolaufzeit. Ich würde sagen... Ich habe seit 17 Minuten nicht gespeichert. Wunderbar. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Spiele nicht mag, bei denen man nur bedingt speichern darf? Darf und kann. Ich muss praktisch jetzt mit der Story weitermachen, um zu speichern. Weil ich mich nicht zurechtfinde. Und es ist tatsächlich so, wenn ich nicht über die Farbe laufe, meckert er nicht. Das war jetzt aber selber. Es gibt hier nichts, was so aussieht wie das Garagentor. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ist jetzt egal. Es wird mich eine lange Weile wurmen. Eine sehr lange Weile. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Ich habe keine Ahnung. Und da ich sowieso nicht der 100%-Typ bin, kommt aufs Spiel an. Es kommt echt aufs Spiel an. Okay. Speichern. Auch wenn die Folge dadurch ein bisschen kürzer wird. Und dann machen wir vorne Schluss. Noch könnte ich aber zurück tatsächlich, wenn ich nicht speichere. Lass mich hier raus.
Du kannst doch die Katze nicht aussperren. Momo. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Die Kanalisation. Kapitel. Perfekt. Okay. Ich wollte nur noch mal auf sicher, gehen. Aber eine Kleinigkeit. Oh, wir haben schon 2/3 fertig. 6. Das ist... Ah, so ist... Ah. Ich bin dann echt daran vorbeigelaufen. Okay. Kapitel neu starten. Das mache ich aber, glaube ich, dann ein andermal. Wenn es mir wirklich um 100% gehen sollte. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Kanalisation beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir überleben. Macht's gut. Und bye bye.